Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich und zwar aus ganz verschiedenen Büros und Teilen und Städten der Schweiz. Wir haben eine Dankesbotschaft für euch kurz vor Weihnachten, kurz vor Jahresende und ich fange gleich an. Ich möchte mich bei allen Freiwilligen von Young Caritas Zürich bedanken, die sich beim Projekt Zeit schenken und Taste the World engagiert haben. Das Jahr war ein wenig anders und trotzdem haben wir ein paar ganz coole und kreative Aktionen machen können. Und ich freue mich auf ganz viele weitere Aktivitäten im nächsten Jahr. Ja, mein Dank gilt der Aktionsgruppe Armut. Ihr habt dazu beigetragen, dass unser 5-Jahres-Jubiläum großartig wurde. Ihr habt eine mega spannende und mega bereichernde Podiumsdiskussion organisiert mit einem leisten Film. Dankeschön. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die sich für unsere Weiterbildungsmöglichkeiten interessieren und auch daran teilgenommen haben. Es hat ein tolles Webinar zum Thema Menschenhandel stattgefunden und es steht bereits noch ein Webinar vor der Tür. Und wir freuen uns auf all die zahlreichen Anmeldungen. Herzlichen Dank. Ein ganz großes Dankeschön an all die jungen freiwilligen Projekte, die dieses Jahr am Young Caritas Award teilgenommen haben. Mit eurer Tatkraft und das alles trotz Corona-Krise habt ihr unsere Gesellschaft ein Stückchen besser gemacht. Vielen Dank und weiter so. Ich möchte mich bei der Aktionsgruppe Entwicklungszusammenarbeit bedanken und ich bedanke mich für euer Engagement, für eure Zeit und für euer Herzblut, für eine gerechte, menschenwürdige und klimaangepasste Entwicklung und dass das auch mit dem Podcast in die Öffentlichkeit getragen werden konnte. Dafür möchte ich euch von ganzem Herzen Danke sagen. Ein großes Merci an das Pro-Team von Faires Lager. Ihr habt Nachhaltigkeit noch mehr in den Jugendverbänden verankert, sei es durch Diskussionen über Haltungspapiere, dem Aufbereiten der Wettbewerbsbeiträge, neuen Kursblöcken oder indem ein Grundstein gelegt wurde für ein neues Hilfsmittel für Großanlässe. Merci, merci, merci. Von mir kommt ein großes Dankeschön an alle Teilnehmenden des Migration Weekends. Insbesondere möchte ich mich bei den Freiwilligen vom OKA bedanken. Die haben sich da richtig ins Zeug gelegt und haben uns ein sehr, sehr spannendes, ein abwechslungsreiches, aber auch ein sehr spaßiges Wochenende im September ermöglicht. Vielen, vielen Dank. Ein weiterer Dank geht an alle Lehrpersonen und an alle Jugendarbeitende, mit denen wir in diesem Jahr zusammenarbeiten konnten, trotz teilweise Schwierigkeiten und trotz Lockdown. Wir möchten uns ganz herzlich für das Vertrauen bedanken und für die Möglichkeit, ganz, ganz wichtige soziale Themen für euch in den Unterricht oder in die Jugendgruppen zu bringen. Vielen Dank. Von Herzen natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an alle, die sich mit so viel Freude und Herzblut im interkulturellen Sommerlager engagiert haben. Ob als Teilnehmende oder im Leitungsteam, es war wirklich einfach nur super toll mit euch. Ja, und zum Schluss auch ein großes Dankeschön im Namen des ganzen Teams von Young Caritas an alle unsere Partnerinnen und Unterstützende, denn ohne euch wäre unsere Arbeit gar nicht erst möglich. Wir freuen uns auf das nächste Jahr, auf Altbekanntes, aber auch auf viel Neues. Und natürlich, es bleibt herausfordernd, aber wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit euch allen auch im 2021 viel bewegen können. Bleibt gesund, genießt die Winterzeit und herzlichen Dank für alles. Tschüss zusammen, macht's gut.